Los geht's! Heute wollen wir forschen. Das heißt, wir lassen das erstmal hier alles so stehen, wie es jetzt gerade steht. Wie geht's euch? Alles gut? Komm, ihr kriegt jetzt hier eure Meeresfrüchte. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, was? Hier können wir so lange noch irgendwas reintun. Komm, der kriegt den Flug rein und dieses komische Teil hier und dann können wir zwei Farmen buffen, was überhaupt nicht viel bringt, aber hey. Ansonsten, euch geht's gut. Ihr habt erstmal alles. Das Schiffchen fährt hin und her. Ja, gut. Standsaufnahme gelungen. Rüber. Dann wollen wir jetzt unsere Gelehrten aufbauen. Die würde ich am liebsten hier hinstellen. Das Problem ist, da ist kein Platz. Das heißt, wir müssen uns den Platz erstmal schaffen. Und hier kommen die Schweinchen hin. Wenn wir hier die Schweinchen hinmachen wollen, brauchen wir natürlich hier unsere Industrie- und Handelskammer. Ohne die läuft gar nichts. Und dann brauchen wir noch ein Layout. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Wir schauen mal, was geht. Wir stellen es mal ein bisschen weiter weg, damit wir rechts und links mehr Platz haben. Und dann gucken wir mal, wir stecken hier wie gut viel wir das Herzblut hinkriegen. Rein. Ich brauche den zur Orientierung. Warte, ich schnelle dir den mal hier kurz rein. Ich brauche den da hinten auf der Ecke zur Orientierung. Genauso wie ich den da drüben brauche. Alles richtig. Winkel, perfekt. Steht hier genau auf der Ecke. Gut, schauen wir mal, ob uns das Glück bringt. Manche sagen, das hat nichts mit Glück zu tun. Ja, hier hat das wahrscheinlich nichts mit Glück zu tun, sondern einfach nur, ob man die Felder richtig zählt. Und ein bisschen Glück hat, dass das am Ende alles so passt, wie es passen soll. Und da hätten wir schon unser erstes Problem. Ah, herrlich. Gut. Der muss so hin, der muss so hin. Da kommen wir nicht drum rum. Den könnten wir ändern. Könnten wir aber auch so lassen, weil das am Ende auf dasselbe hinauskommt. Das ist vollkommen irrelevant. Sie brauchen dringend. Der kommt so und dann hätten wir den hier auf der Außen. Jetzt hätte ich ja ganz gerne genau hier noch einen hin. Weil wir den nicht glatt kriegen, würde ich ihn gern ein weiter nach innen stellen. Ist das denn ein weiter nach innen? Ja. Es geht darum, wir müssen auf 2 auf gerade sein. 4 ist das Ding lang, das ist 2 lang und wir können nicht auf 3 stehen, sondern müssen auf 4 bleiben, sonst müssen wir es wieder anders bauen. Können wir aber gucken, ob wir das gleich nochmal ändern. Aber kann ich nur nach außen packen. Ja. Packen wir ihn jetzt so nach außen. Gut. Wie wird's jetzt witzig? Erstmal gucken, wie wir hier die Höhe reinkriegen. Höhe. Wir müssen an Höhe gewinnen. Sehr gut. Oh. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön weit. Ich muss mich werfen. Ich kann nicht so weit springen. Ja, das ist ja jetzt ganz toll. Problem ist, wie kriegen wir jetzt hier diesen Kladderadatsch hin? Also ich kann den hier so hinknallen, kein Ding, aber so ein schäbiges, ödes Leben. Das ist ja ganz toll, aber dann kriege ich bei ihm Minuspunkte. Zeit nicht wert, was? Und der würde hier genau stehen. Das ist schon mal eine Überlegung wert. Lass mal kurz in die Diplomatie gucken. Du hast doch jetzt 70, ne? Speichern. Absurd, das einem geschenkten Gaul. Kann ich trotzdem mit dir? Ja, wir können handeln. Zack. Wenn ich ihn da. Die 400.000 habe ich übrig. Du bist sehr aufmerksam. Schmeicheln nahezu sicher, leicht erhöht. Leicht ich erhöht bringt nichts. Die Menschen sind Armen. Die Menschen ja, lassen sie hochleben. Glatt, glatt, glatt. Das ist ja alles ganz toll. Nur hier hinten müssen wir den hinbekommen. Der muss hier auch noch stehen. Also die Ecke hätten wir jetzt. Haben aber mächtig, sind wir mächtig übers Ziel hinausgeschossen. Wow. Aber vom Prinzip her? Gut. Wir probieren es damit mal. Wir probieren es. Den könnten wir rein theoretisch kopieren, weil wir das Ding nochmal sowieso neu stellen müssen.
Pfeil. Wegen spiegelverkehrt und so. Wenn wir das jetzt so bauen, würde ich ganz gern den hier hin haben. Heißt, die tauschen nochmal. Den dahin. Und den dahin. Gut. Ja, wir haben jetzt glatt auf Kante gebaut. Wenn wir glatt auf Kante bauen, müssen wir gerade durchziehen. Ne? Dann müssen wir gerade bleiben. Wenn wir gerade sind, müssen wir gerade bleiben. Hört sich irgendwie ein bisschen rassistisch an, aber ja, ich bin heute gerade. Muss ich gerade eigentlich auch gendern? Oh nein, bitte. Ja, ist jetzt nur mal so eine Frage. Weil wir haben ja hier gerade angefangen. Wenn wir hier aber über Kreuz bauen wollten, als Kreuz, und das Ding in vier Teile einteilen, mit vier kannst du nicht gerade, kannst du ja nicht ordentlich durchschneiden. Ja, das Vierergebäude, das geht ja nicht. Das ist gerade und dann können wir mit ungerade nur arbeiten, wenn wir das irgendwie schieben. Ich will das ja jetzt gerade runterbauen. Als eine Linie fahren wir jetzt runter. Das klappt auch. Wenn wir das jetzt hier einfach so kopieren, müsste das rein theoretisch nach Adam Riese funktionieren. Bam. Perfekt. Die Frage ist jetzt, wie wir die Außen belegen. Wir haben das jetzt gerade, haben wir das jetzt ganz toll gebaut. Ich würde es aber gerne außen noch weiter bauen. Jetzt wird es schwierig, weil die Außen sind ganz gut und schön. Aber wenn wir das Ding noch ein bisschen in die Breite ziehen und noch mehr rausholen, müssen wir das mal nochmal neu anfangen. Wir müssen jetzt gucken. Papier würden wir ihn erst gerade bekommen. Und hier wäre er ab da. Wird dem direkt gerade gegenüberstehen. Könnte ich den noch querstellen? Würde er da einen höher gehen? Macht vom Prinzip her kaum einen Unterschied. Kann aber am Ende entscheidend sein. Hier geht es nicht höher, dann bauen wir die über Eck. Gut. Schauen wir mal, was bei rumkommt, gell? Würden wir ihn sogar gerade bis ran bekommen. Das ist schön. Den kriegen wir dann glatt. Lustig. Der muss so, der muss so, der muss so. Der muss so. Und jetzt müssen wir natürlich glatt auf der Linie bleiben. Roland braucht macht keine Layouts, die nicht am Ende Sinn machen. Frage. Wenn wir mit ein bisschen Verlust arbeiten und die jetzt hier einfach so runterhämmern, bam, 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 haben wir natürlich hier eine kleine Lücke drin. Es geht aber darum, dass wir hier oben wieder mit ihm auf Kante stehen. Wie wir das hier angehen, ist nachher eigentlich vollkommen irrelevant, weil das kriegen wir hier nicht zu. Dann machen wir einfach so. Ja. Ne? Machen wir so. Gell? Ja. Wenn du sagst, Boss. Ja, das kriegen wir nicht anders hin, weil das ist 3, das ist 4, das geht nicht anders. Uns fehlt jetzt aber noch einer. Den kriegen wir dann nicht zufällig runtergewurschtelt. Naja, wenn wir so machen und so machen und so machen und bimmel die Bammel die rum. Wie so ein Zaubertrick, puff. Wie hat er das jetzt gemacht? Ja, reine Mathematik. Es waren noch 6 Felder übrig, also hat es noch gepasst. Aber ich gebe zu, manchmal ist es, überrascht es mich selber, dass es dann auch immer funktioniert. Das gleiche jetzt nochmal auf der anderen Seite. Der kommt so hin, der muss glatt gegenüber und der kommt auf die Kante. Wenn das jetzt funktioniert, brauche ich den nachher nur noch kopieren, kann ich das abreißen. Dann haben wir ein richtig fettes Layout entworfen. Ja. Das ist jetzt genau das Problem. Wir hätten den mal darüber stellen sollen. Ich würde schon sagen, hier ist doch was verkehrt gelaufen. Ein falsch gesetzt und schon ist das ganze System für'n Popo.
Wie habe ich das jetzt da drüben gemacht? Ich gucke selber bei mir ab, weil ich nicht mehr weiß, wie ich es gemacht habe. Ja, es ist eigentlich peinlich. Erfahrung lehrt die Menschen so vieles. Das ist richtig, das ist richtig. Jetzt muss er nur noch hier mal nach Zahlen ausfüllen. Die Menschen lassen sie hochleben. Perfekt. Sehr gut. Musst du machen. Wir könnten den theoretisch noch einen höher stellen. Oder wir lassen es so. Lassen wir es so oder so? Ich weiß es nicht. Es ist beides gut. Wir könnten... Nee, könnten wir nicht. Könnten wir nicht, vergiss es. Ja, der Rest ist... Hier oben ist es... Hier ist gut. Wenn wir es jetzt müssen wir hier noch eine Farm reinkriegen. Cool wären natürlich zwei, aber zwei kriegen wir nicht. Nein. Zwei kriegen wir nicht. Egal wie gut ich das mache, zwei kriegen wir hier nicht hin. Also jedenfalls nicht, wenn wir nicht über die Kante gehen. Den müssen wir so bauen. Weil wir den schräg gebaut haben, müssen wir den auch schräg bauen, sonst kommt es das nicht hin. Den bauen wir dann dahin. Ich würde so gerne eine mehr. Das wäre voll krass. Und auch hier. Das passt nicht, mein Guter. Egal, wie du es machst. Wir könnten theoretisch die Außenlinie ein weiter nach links verschieben. Das würde funktionieren. Da müssen wir ein bisschen schummeln. Von der Theorie her würde es aber funktionieren. Gehen wir kurz weg. Also, wir nehmen den mal weg. Ja, dann setzen wir den da hin. Das ist kein Problem. Ja. Einen würden wir kriegen. Einen können wir machen. Ja, einer geht. Einer geht. Aber nur, wenn das jetzt hier funktioniert. Das passt nicht. Das kann nicht passen. Das passt nicht, Roland. Das passt nicht. Aber es hätte fast gepasst. Und alleine das zählt. Ja, egal, wie wir das jetzt hier drehen und wenden. Hier sind wieder einen über außen. Wir müssen da noch einen weiter raus. Und wir müssten ihn anders hinstellen. Wollen wir uns den Spaß wirklich machen, dann müssen wir ihn noch einen weiter nach außen ziehen. Ich weiß aber nicht wie. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich, keine Ahnung. Gut. Also, wenn ich den jetzt hier hinstelle... Muss er hier auf der Stelle stehen. Dann bauen wir den hier als Rechteck ein. Dann muss der so, der so, der so. Und bis hier ist Minimum. Das heißt, bis hier müssen wir ihn kriegen. So oder so. Sonst macht die ganze Chose keinen Sinn. Ja. Dabei müssen wir natürlich noch ihn mit rausstellen. Ja. Dann habe ich gemerkt, dass ich da noch einen Fehler gemacht habe, weil... Das können wir nicht so rumstellen, weil wir an der Außenlinie sind. Wir müssen hier glatt auf glatt gehen. Wir können hier unten keine Straße langziehen. Das heißt, der muss nach außen. Können wir aber nicht. Gut. Wir können ihn nicht da hinsetzen, wir können ihn nicht da hinsetzen. Das heißt, wir können ihn aber da hinsetzen. Gut, dem fehlt jetzt einer. Den setzen wir jetzt wieder unten mit dran. Den hätten wir sonst oben hingesetzt, den setzen wir jetzt unten hin. Gut, jetzt haben wir das Problem gelöst. Jetzt kommen wir hier hin. Setzen den hier ran. Und haben den so. Jetzt fehlen uns aber die drei hier drüben noch. Oh Gott. Das wollen wir jetzt so stehen lassen? Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Aber mehr geht nicht. Also jetzt ist aber auch Schluss. Ich habe jetzt wirklich das Maximum rausgeholt. Wenn ich sage, ich habe das Maximum erreicht, dann meine ich das jetzt auch so. Also mehr geht nicht. Ja. Das ist das größte Schweinchen-Layout, was ich hier je gebaut habe. Den so. Dann muss der daneben so hin, richtig. Dann kommt der so. War das richtig? War das richtig? War das richtig? Das war richtig. Das war richtig. Der muss weg. Der muss so hin. Dann kommt der nochmal neu. Halt, nein, du sollst nicht den kopieren, sondern den kopieren. Der kommt so, dann kommt der so hin. Richtig. Richtig, nein. Du hast gar kein Silo, kann das sein? Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Hä?
Ja, du hast den Silo nicht. Ich sag verdammt, und dann stehst du im Regen. Halt, vielleicht kriegen wir das Problem hier gelöst. Wir reißen den nochmal ab. Bauen so. Kriegen den so. Kriegen den so. Da könnten wir rein theoretisch noch ein bisschen daran mogeln. Stellen den Maximum Rate. Mehr geht nicht. Jetzt ihn. Dir fehlen noch zwei Felder. Das heißt, die zwei müssen hier weg und die zwei müssen da dran. Die passen gerade so hin. Dann kommen hier die zwei Felder. Die brauchen wir hier. Das ist schon schlecht, weil da drei Felder dann übrig bleiben. Da können wir auf zwei reduzieren. Wenn wir den nach außen stellen, stellen wir es auf null. Dann bist du noch da. Hier kommt er hin. Jetzt brauchen wir noch fünf Felder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist ja wie Zauberei. Ja, ich find's auch. Und dann habe ich vergessen, den Einweiter nach rüber zu schieben. Aber schönen Tag auch. Das kommt schon mal vor. Ich habe zu viel Platz. Wie bitte? Erst rumweinen, dass er zu wenig Platz hat, jetzt hat er auf einmal zu viel. Die Leute haben wir ja gern, ne? Bin ich zufrieden? Das kriege ich hin. Ich könnte den Silo tauschen. Machen wir Doppelsilo. Würdest du bitte, danke. Die Waffenruhe wir den wurde rüber. Beendet. Tauschen den Silo hier rüber. Machen hier Doppelsilo. Roland, denk an die Lokomotive. Schaffst das schon. Zack. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich wusste, dass es da was gibt. Was diesen ganzen Plan zerreißen könnte. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Die können wir nicht so bauen. Nein, 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 nein. Die Nummer funktioniert hier nicht. Das war ja alles ganz clever und fuchsig gedacht. Der muss so stehen bleiben. Der kann Maximum bis da gehen. Jetzt nochmal. Den könnte man so hinstellen. Nein, von innen nach außen. Den so, weil der außen weniger Platz hat. Der hat mehr Platz. Dann gucken wir jetzt. Bam, 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 bam. Der muss dann für den hier hin. Der muss dahin, weil wir keinen anderen Platz mehr haben. Jetzt kommt's drauf an. Bam. Bam. Na komm, was soll's. Haben wir's jetzt. 5 plus Silo. 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 Alle drin. Ja, Sommer 1, leck mich doch am Arsch. Perfekt. Der. Halt. Gut, wenn du nicht abgerissen werden willst. Mich zu dämlich anstellen, dann bauen wir es nochmal neu. Wir müssen sowieso hier gucken. Gehen und einfügen. Also, nochmal. Erstmal drehen wir den um. Das stört mich. So gefällt mir das besser. Gut. Jetzt nochmal. Der muss drei entfernt sein von dem. Richtig. Dann kommt der hier hin. Der kommt so hin. Dann muss der am Ausfallschritt so stehen. Nein, andersrum. Den so hin und dann die aufeinander aufbauen. Wo war der letzte? Verdammt, ich muss erst ihn bauen. Der kommt so hin. Der kommt so hin. Oben waren zwei, der kommt schräg, da bleibt einer übrig. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ja, ja, ich komme. Forschungsinstitut. Ja, das fangen wir gleich an. Geht gleich los. Das große Schweinchen-Layout muss noch fertig sein. Sonst bin ich hier nicht glücklich. Wir sind ja gleich durch.
Hab mich voll aus dem Konzept gebracht. Der 1, 2, 3, 4, 5, die liegen einfach quer drüber. Gut, ist alles richtig. Dann nur noch die zwei und die zwei waren einfach so drüber, richtig? Richtig. Damit haben wir das. Gut. Jetzt müssen wir einfach nur noch den so hinsetzen, dass das alles halbwegs Sinn macht. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier so reingebaut kriegen. Ich bin mir noch ganz unsicher. Weil den könnte ich so hinstellen, was im Prinzip keinen Unterschied macht, aber gut. Da kann ich mir noch ein bisschen... Den könnte ich aber darüber schieben, dann würden wir dort einen Platz sparen. Und könnten bitte den sehr quasi runter... Sie sehen so untätig, einfach so andere Leute. Dann steht der schön gut dran. Wollen wir das nicht so machen? Ja, dann sieht das aber dämlich aus. Dann muss ich den aber auch nach oben ziehen. Gut. Ist jetzt nur noch die Feinabstimmung. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Wir sind die Besten. Allerbesten, der Besten, der Besten mit Auszeichnung und so. Und die Auszeichnung haben wir noch nicht, aber. Was nicht ist, kann ja noch werden. Haben wir es jetzt? Bin ich jetzt glücklich? Hm? Kann der Roland jetzt einfach hier kopieren und sagen, jo, hat sich erledigt? Roland würde ganz gern einfach so machen. Und dann macht der Roland einfach mal so. Und tada! Ich hätte gerade die Musik von Jurassic Park. Da 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 da. Hey, großer Meister, wie kriegst du das jetzt nochmal kopiert? Das müssen wir jetzt irgendwo hinstellen. Verdammter Mist. Wo stellen wir denn das hin? Haben wir hier nicht irgendwo eine Stelle, wo wir das... Ja, wir können das hier abreißen. Muah, wir müssen die Wolle auch nochmal noch. Ist ja alles kein Problem. Kein Problem, der Master of Disaster, der macht das schon. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Aber nur weil ich das sage. La 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 la. Was ist das schön. Was für ein Aufwand. Das größte Schweinchen-Layout quadratisch praktisch gut, was ich jemals gebaut habe. Gut, es ist nicht ganz quadratisch, aber man muss doch zugeben, es ist nahe dran. Ja, da kommt jetzt nämlich außen schön die Straße drumrum. Dann sind wir hier fertig. Wir müssen das Ding jetzt nur noch ordentlich reinsetzen. Und das wird tricky. Weil dafür haben wir nicht, das können wir nachher nicht einfach nochmal 10.000 Mal hin und her setzen. Weil ich muss jetzt gucken... Wie weit ich... von dem Dings sein weg sein darf. Bloß er zeigt es mir nicht an. Das ist auch wieder so ein Problem, was ich gerade habe. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Bitte. Er macht's. Und wie weit sind wir weg? Sehr gut. Das sieht gut aus. Das können wir so lassen. Krasses Pferd. Ganz oder gar nicht. Einfach nur geil, Mann. Das hat funktioniert. Da, 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 da. Ja. Hier können wir nicht mehr viel verändern. Ich würde ganz gerne, aber das wird nichts. Also ich würde zwar, aber das macht ja alles keinen Sinn. Wir ziehen den weiter nach außen. Anders können wir das nicht mehr hinstellen. Es steht alles so, wie es steht, nahezu perfekt. Lassen wir's. Zack. Rahmen wir das Ding mit Bäumchen ein und sagen, das soll so. Verlust von ein paar Feldern, das ist alles in einem Bereich, wo ich sagen muss, ja, können wir, ne? Hat da. Ist in Ordnung. Alles akzeptabel. Rums. Rums. Wir müssen natürlich noch ein paar Abstuhlstationen hier provisorisch errichten, weil das ist jede Menge, was wir hier kriegen. Damit können die Silos ganz wunderbar auch noch rüberfahren, sich hier an meiner großen Getreideplantage gütig tun. Das ist perfekt. Das ist wirklich sehr schön. Gefällt mir. Dann. Wir haben ja hier noch so ein Dings. Warte. 40% haben oder nicht haben.
Einmal das erstmal rein. Wo ist der Hof? Ich weiß, ich hatte hier irgendwo den Schweinedruck. Da ist der Schweinedruck. Gut, jetzt sind noch ein paar Medikamente zum Füttern und dann ist die Welt aber auch in Ordnung. Dann will ich auch nichts mehr hören hier, ne? Das ist erstmal genauso, wie wir es haben wollen.